TV. Herzlich willkommen zu Joe Paley TV. Ich bin Johannes Queller. Heute machen wir den Muscle Up bzw. Muscle Up Tutorial. Ein paar Progressions, die euch helfen werden, in den Muscle Up reinzukommen. Dazu braucht ihr zum einen so ein Band. Das wäre eine Variante, wenn ihr schon recht stark seid. Wenn ihr überhaupt noch nicht stark seid, sehe ich keinen Grund, warum man Muscle Up anfangen sollte. Aber da gibt es auch ein paar Sachen, wie man damit anfangen kann. Also zunächst einmal gibt es die Geschichte. Dazu müssen wir uns die Ringe etwas tiefer machen. Und zwar so tief, dass wir das Ganze auf der Höhe haben. Okay. Auf der Höhe bedeutete auf der Achselhöhle. Okay. So, das heißt, wir beginnen erstmal damit, dass wir uns assistieren im Dip. Das heißt, wenn wir keine Ring-Dips können, sollten wir erstmal daran arbeiten, dass wir Ring-Dips können. Und wenn wir diese nicht können, dann brauchen wir auch gar keinen Muscle-Up machen. Weil unkontrolliert in die tiefe Beuge in den Ring reinzurutschen und nicht mal einen Dip hinzubekommen, ist höchstgradig gefährlich für die Schulter. Ja? Das heißt, wir wollen jetzt hier erstmal schauen, dass wir dass wir erstmal in den Dip gehen. Dazu haben wir halt wieder den Ring so auf Höhe des Handgelenkes und wir sind mit dem Daumen da durch. So, von hier und jetzt von der Seite gesehen habe ich meine Füße aufgestellt und ich drücke quasi mit meinem Fuß mit den Füßen nach oben, aber nicht mit den Füßen aufgestellt, sondern die Füße lang. Und von hier aus helfe ich mir erstmal in den Dip hoch. Wichtig beim Dip ist, dass ihr hier wieder die Schulter hinten lasst und nicht nach vorne einkippt, sondern hier hinten bleibt. Nicht hier, sondern hier. Ja? Von hier aus. Ja, das ist schon mal eine Sache. Gut, wenn wir das haben, können wir die Ringe etwas höher machen. Okay. So, das heißt, jetzt können wir schon mal anfangen, die Dips ein bisschen aus dem Stand zu machen und von hier aus mit den Füßen vorne den Po ein bisschen nach hinten rausschieben, so, und von hier aus anfangen, uns hochzudrücken und uns dann in den Stütz reinzubewegen. Runter, Po nach hinten, nach oben rausschieben, die Füße vorne lassen. Wir haben beim Muscle-Up immer die Füße vorne oder bei den Dips, weil wir, wenn wir mit ein bisschen zu viel Schwung nach vorne kommen und die Füße hinten haben, können wir ganz schnell hier so rausrennen und uns, weil wir da meistens nicht loslassen, uns irgendwie die Rotatorenmanschette abreißen. Äußerst übel. Deswegen immer Füße vorne, weil ihr, wenn ihr die Füße vorne habt, könnt ihr hier nicht nach vorne rüberfallen. Wenn wir die Füße hinten haben, könnt ihr immer ganz schnell hier vorne abstürzen und abschmieren. Ja? Gut, das war erstmal der Dip. Nochmal zu Ring Dips, nochmal speziell in einem anderen Video. Aber das ist ein Part von dem Muscle Up. Der zweite Part, oder der erste Part ist eigentlich der Zug. Das heißt, wir sollten es schaffen, uns hier anständig zu ziehen. Dabei ist wichtig, dass wir den False Grip kennenlernen. Der False Grip ist so, dass wir, ihr seht auch hier, ich habe ein paar Muscle Ups in der letzten Zeit gemacht, ja, dass wir das Handgelenk abknicken und ihr seht schon, wie beschissen bei mir dieses Abknicken funktioniert, nämlich kaum. Deswegen habe ich auch so eine harte Zeit, a hard time learning the Muscle Up. Und ihr greift so, dass ihr hier euch direkt quasi auf dem Knochen hier, auf der Haut anlehnt und euch hier festhaltet. Es geht am besten mit Chalk, das heißt, ihr solltet schauen, dass ihr euch die ganze Region hier einchalkt, damit ihr nicht so viel rutscht. Das heißt, von hier aus machen wir das gleiche wieder. Wir bleiben in diesem False Grip, ja, haben von hier aus die Arme und ziehen uns mit so ein bisschen in diese tiefe Position vom Dip. Wir haben dabei mehrere Aspekte zu beachten. Wir haben eine Zugbewegung wie so ein Ring-Klimmzug, ja? Und dann haben wir die Transition und dann den Dip.
Und die Transition ist das, was die meisten Leute nicht auf die Reihe bekommen. Dazu ist wichtig zu sagen, dass wir, machen wir mal so, dass es Unterschiede gibt von den Längenverhältnissen, was ich schon mal erwähnt hatte. Zum Beispiel mein Kollege Fritzer, der hat einen sehr kurzen Unterarm, sodass, wenn der jetzt hier den Muscle-Up hier hält und ist schon hier unten, der braucht sich von hier eigentlich nur noch nach vorne lehnen und ist schon in dem Dip drin. Währenddessen ich hier oben gar keine Chance habe, mich hier in Zeitlupe reinzuziehen. Oder kaum eine Chance habe. Das erfordert unglaublich viel Kraft. Das heißt, ich muss immer mit ein bisschen Schwung reingehen, um eben diese letzten paar Zentimeter hier mir einen Vorteil zu verschaffen, um reinzukommen, um überhaupt reinzukommen. Das heißt, wenn ihr so wie ich sehr lange Unterarme habt, dann kommt ihr um False Grip schon gar nicht hin oder ihr könnt einen richtig guten Kipping Muscle Up. Und ein Kipping Muscle Up, da könnt ihr dann halt quasi in einen normalen Griff greifen, aber ansonsten braucht ihr den False Grip. So, wenn ihr jetzt hier seid, können wir die Ringe quasi nochmal ein Stückchen höher machen. So. Jetzt kommt uns dieses Gummiband zugute. Weil wir dieses jetzt hier festhalten. Und wir gehen jetzt erstmal ohne den False Grip hier rein, weil uns dieses Gummiband entsprechend helfen wird. Wir gehen mit den Beinen da durch. Ich gehe jetzt hier ziemlich verkrüppelt rein, aber ihr habt später wahrscheinlich eh einen Partner, der euch helfen wird. Ja? So. Und von hier aus geht ihr jetzt in den vollen Hang runter. Ja? Und von hier aus zieht ihr euch jetzt ran, bleibt dabei eng am Körper und zieht euch dann hier in die tiefe Position vom Dip. Ja? Das heißt, ihr lernt von hier erstmal nur hoch und die Transition zu machen, Schulter zurück. Ja? Wichtig ist, dass ihr von hier aus eng zieht. Also wenn ihr hier schon breit zieht, habt ihr verloren. Eng ziehen, eng rein und danach schnell mit dem Kopf durch. Die Füße bleiben vorne. Von hier aus oben rausschieben. Ja, das ist das Wichtigste, dass ihr von hier aus lernt, hochzukommen und in die tiefe Position vom Dip zu kommen. Wenn ihr das habt und das gut funktioniert mit dem Band, dann können wir zum nächsten Ding gehen. Das ist erstmal ohne Band und etwas gesprungen versuchen. Ja. Das heißt, dass wir jetzt hier im False Grip halten und ein bisschen springen und dabei forcieren und lernen, die Ellenbogen eng zu lassen. Das heißt, wir versuchen, hier eng reinzuziehen und dann wie Superman seinen Anzug aufreißen will. Wichtig ist, dass ihr versucht, die Ellenbogen nach hinten zu ziehen. Kopf vor, Ellenbogen nach hinten und eng bleiben. Und das könnt ihr jetzt hier in gesprungener Version ein paar Mal machen und versuchen. Alright, kommen wir zum richtigen Muscle-Up. So, jetzt habe ich mir die Hände eingechalkt. Wichtig ist dabei, dass ihr auf jeden Fall die Region hier unten um das Handgelenk herum einchalkt. Dann gehe ich nach außen und hier auf jeden Fall die Schwielen und die Hände nochmal einchalken. Von hier aus springe ich in die Ringe, gehe in den False Grip, um das Ganze zählen zu machen. Damit man das Ganze halt in einer Competition zählen kann, muss man die Arme gestreckt lassen. Wenn die Arme gestreckt sind, ist, wenn die Arme ausgedreht sind. Und wenn die Arme ausgedreht sind, ist es schon ziemlich schwierig, noch die Arme gebeugt zu lassen. Das heißt, Arme rausdrehen, danach eng rein und in den Dip. Wow.
So, das waren die Muscle-Ups. Und wie ihr seht, wo jetzt am meisten Chalk weg ist, ist hier, ja, hier und an den Fingern. An den Fingern vom Halten und hier von der Erstposition. Das heißt, da braucht ihr auf jeden Fall den Chalk, wenn ihr das Ganze machen wollt. Ja, das war der Muscle-Up. Wenn ihr noch Fragen habt, dann unter das Video, dann versuche ich dir das Ganze nochmal noch ein paar Tipps zu geben. Gibt noch ein paar mehr Progressionen da rein. Die kommen dann im nächsten Video, wenn ihr Fragen stellt. Also checkt die anderen Videos, abonniert den Kanal und bis bald. Tschüss.